Und nehmen wir eine Biografie, inshallah. Und diesmal ist die Biografie von Urwa ibn Zubayr ibn Awam. Urwa ibn Zubayr ibn Awam, dieser große Tabi'i, edler Tabi'i, dessen Vater ist Zubayr ibn Awam. Zubayr ibn Awam. Zubayr ibn Awam, er ist einen von den 10 Sahaba, die mit dem Paradies beglückwünscht wurden. Er ist Zubayr ibn Awam, sein Vater von Urwa, Urwa ibn Zubayr ibn Awam, sein Vater Zubayr ibn Awam, wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith mit dem Paradies beglückwünscht. Und er auch von der Vorzüglichkeit seines Vaters ist, dass Zubayr ibn Awam war von den 6 Leuten, die Umar radiallahu an kandidierte für Khalifa zu sein, nach seinem Tod. Ein Uthman, Ali und so weiter. Und einer von denen war Zubayr ibn Awam. Und ich schaue, sein Vater hat gewaltige Positionen. Und seine Mutter, nämlich die Mutter von Urwa, ist Safiya bint Abdul Muttalib. Der Vater vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hieß Abdullah ibn Abdul Muttalib. Und sie ist Safiya bint Abdul Muttalib. Das heißt, der Vater, sie ist Schwester, yani sie ist Tante unserer edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam, Safiya radiallahu anha. Sie ist Tante des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie ist Mutter von Zubayr ibn Awam. Und dessen Frau, yani die Frau von Zubayr ibn Awam, yani schau diese Abstammung, diese edle Abstammung, die dieser Imam Urwa ibn Zubayr hat. Seine yani Großmutter wäre dann Safiya bint Abdul Muttalib. Und seine Mutter, yani, und beziehungsweise die Frau von Zubayr ibn Awam, sie ist Esma bint Abi Bakr. Yani die Mutter von Urwa war Esma. Esma bint Abi Bakr. Und schaut diese edle Abstammung, die dieser Imam Urwa ibn Zubayr ibn Awam hat. Imam al-Dhahabi rahimullah, er sagte über Urwa al-Imam. Er nannte ihn al-Imam. Alim al-Medina. Abu Abdillah al-Qurashi, al-Faqih, ahad al-Fuqaha al-Sab'an. Er nannte ihn der Imam, der Alim von Medina, Abu Abdillah al-Qurashi, al-Faqih, der Faqih, ahad Fuqaha al-Sab'an. Eine von den 7 Fuqaha der Medina. Und dieses bekannte yani, Name, ahad Fuqaha al-Sab'an, die 7 Fuqaha von Medina. Und eine von denen ist Urwa ibn Zubayr. Er überlieferte von seinem Vater jedoch nicht viel. Er überlieferte von Zubayr ibn Awam jedoch nicht viel, wegen seinem jungen Alter. Und auch überlieferte er von seiner Mutter, Esma bint Abi Bakr. Und auch überlieferte er von seiner Tante. Wer ist seine Tante? Aisha radiallahu anha. Und schaut, diese Familie, die dieser Mann hat, sein Vater, seine Großmutter, seine Tante, seine Mutter und so weiter. Er überlieferte viel von Aisha radiallahu anha. Er begleitete sie und nahm der Fiqh von ihr und die Verständnis in der Religion. Und er begleitete yani Urwa, weil das war seine Tante, er begleitete sie und nahm das Wissen von ihr und das Verständnis in der Religion. Und Urwa, rahimullah, ist geboren im Jahre 23 nach dem Hijra. Im Jahre 23 nach dem Hijra. Hisham ist einer von den Söhnen von Urwa, Hisham ibn Urwa. Er sagte Hisham, sein Sohn, dass ihm sein Vater Urwa sagte, Aisha radiallahu anha,
ist nicht gestorben, außer ich ließ sie in Ruhe 3 Jahre vor ihrem Tod. Und wurde auch gesagt, auch 4 Pilgerfahrten vor ihrem Tod. Und sagte Urwa, eine 4 Pilgerfahrten vor ihrem Tod, eine 4 Jahre bevor ihr Tod, sagte Urwa, wenn sie heute sterben würde, yani wenn Aisha radiallahu anha heute sterben würde, würde ich es nicht bereuen, um einen Hadith, der bei ihr war, denn ich habe alle Hadithe von ihr genommen. Yani wenn sie heute würde sterben, er würde es nicht bereuen. Wieso? Weil er hat das ganze Wissen und ihre Hadithe ausgeschöpft. Yani das ist der Adab Talibul Ilm. Wenn ihm eine Möglichkeit gegeben wird zum Wissen nehmen, er schöpft sie aus, er nützt sie aus. So wenn dann dieses Gelehrter oder Sheikh oder was auch immer entfernt ist, weg ist, er bereut es nicht. Wieso? Weil in dieser Zeit, wo er bei ihm war, hat er von ihm Wissen genommen. Bei Ya'qub ibn Sufyan kam ein Student und sagte zu ihm, ich vermisse meine Mutter. Denn ich habe sie seit 6 Monaten nicht mehr gesehen. Dieser Ya'qub ibn Sufyan sagte zu ihm, und ich habe meine Mutter seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. 30 Jahren. Schaut, Kaliber, Bruder. Und dann sagen, du willst ihm zeigen was. Er sagt, 6 Monate, 30 Jahre schon. Bin ich unterwegs für dieses Wissen. Wieso? Weil man, wenn man die Möglichkeit bekommt, und die Gesundheit und die finanzielle Lage, dann dürfte man sich nicht verspäten, um diese Chance zu ergreifen und so viel wie möglich das Wissen zu erzielen. Umar ibn Abdul Aziz, dieser Khalifa al-Rashi, dieser rechtschaffene Khalifa, Umar ibn Abdul Aziz sagte, und Umar ibn Abdul Aziz, er beschäftigte sich auch mit Wissen, und er legte großen Wert dem Wissen und die Gelehrten hatten bei ihm gewaltige Position und Stellung. Er sagte, Umar ibn Abdulaziz, ich finde kein Wissender als Urwa. Dieser Umar ibn Abdulaziz traf Zuhri, traf Imame der Salaf und er sagte, ich finde kein Wissender als Urwa ibn Zubayr. Und Abu Zinada sagte, Die Fuqaha von Medina sind vier. Sa'id ibn Musayb, Urwa ibn Zubayr, Qabisa und Abdul Malik ibn Marwan. Imam al-Zuhri, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Und es ist eine Ehre für uns, meine edle, ehrenwerte Geschwister, wenn wir einige dieser Namen jetzt durchnehmen und wir haben ihre Biografie schon gelernt zusammen. Es ist eine Ehre als Salafi, dass man diese Biografien gelernt hat und dass man eine Ahnung hat, um was für Persönlichkeiten es da geht. Ich sage Zuhri, Imam Zuhri, Khalas. Es braucht keine Definition. Das ist Imam der Medina. Hört euch, was er sagt. Imam Zuhri sagte, Urwa war ein Meer. Ein Meer, den die Behälter nicht ausschöpfen können. Yani, dieser Mann ist ein Meer, den die Behälter nicht ausschöpfen können. Imam Zuhri sagt das über Urwa ibn Zubayr. Er war ein Meer, den die Behälter nicht ausschöpfen können. Az-Zuhri rahimullah, Imam Az-Zuhri rahimullah, er sagte, ich fragte etwas im Fiqh, den Ibn Su'ayrin. Yani, er fragte ein Gelehrter, in dieser Zeit in Medina über eine Angelegenheit des Fiqh. So sagte er zu mir, dieser Gelehrte, halte dich an ihm und zeigte auf Ibn Musayyib, yani Sa'id ibn Musayyib, einer von den Großgelehrten der At-Tabi'in, Kibar At-Tabi'in, yani dieser Mann, er fragte über den Fiqh und er zeigt ihm mit den Fingern, geh zu ihm, yani, nehme den Fiqh von ihm. So sagt Imam Zuhri, so saß ich bei ihm 7 Jahre lang. So saß ich bei Imam Sa'id ibn Musayyib 7 Jahre lang.
Ich dachte, es gäbe keinen anderen Alim als er. Dann ging ich zum Urwa, beziehungsweise wechselte ich zum Urwa, fing an zu ihm, auch bei ihm beizuwohnen, zu Urwa. So wachte ich mit ihm auf, mitten in einem Okean. Yani er sah Said ibn Musaib schon ein Riesenkaliber, und das ist ohne Zweifel. Jedoch als beim Imam Zuhri rahimullah bei Urwa ging, erwachte bei ihm mitten in einem Okean, mitten in einem Meer. Yani damit will er zeigen, sein großes Wissen. Damit will er zeigen, nichts anderes. Sein großes Wissen. Abdurrahman ibn Humeid, ibn Abdurrahman, sagte: Ich betrat mit meinem Vater die Moschee. So sah ich, wie sich die Menschen um einen Mann versammelten. So sagte mir mein Vater: Schaue, wer dieser ist. Schau, wer dieser Mann ist. So schaute ich, und es war Urwa. So informierte ich meinen Vater und war erstaunt, dass so viele Menschenmenge um ihn waren. War ich erstaunt. Hierauf sagte zu mir mein Vater: O mein Sohn, sei nicht verwundert, denn wahrlich, ich sah die Gefährten des Propheten in Fragen bezüglich der Religion. Dieser Abdurrahman ibn Humeid, er war erstaunt, dass so viele Menschen um Urwa ibn Zubair waren und ihn Angelegenheiten fragten. Dann sagt ihm sein Vater: Sei nicht erstaunt, sei nicht verwundert. Ich habe sogar größere Menschen gesehen, die bei ihm waren und ihn fragten. Sogar die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Hisham ibn Urwa, sein Sohn, sagte, dass sein Vater sagte: Urwa, hört euch ganz zu dieser Aussage. Yani Hisham sagt über seinen Vater, dass er gesagt hat, yani Urwa sagte: die am meisten enthaltsamsten Menschen gegenüber dem Alim sind seine Familie. Yani, weil sie kennen vielleicht nicht seine Wert richtig, weil er immer unter ihnen verweilt, so schätzen sie nicht, messen sie ihm nicht seine Wert bei. Deswegen sind sie ihm gegenüber enthaltsam, yani sie fragen ihn nicht, sie diskutieren nicht über Themen. Sie zeigen sich enthaltsam, als würden sie nicht brauchen in Wirklichkeit. Versteht, das sind yani die am meisten enthaltsamsten Menschen gegenüber dem Alim, seiner Familie. Urwa ibn Zubair ließ jeden Tag ein Viertel von Mushaf, indem er schaute zu Mushaf, schauend. Yani. Er las jeden Tag vom Koran ein Viertel. Yani, wie viel ist ein Viertel? 150 Seiten, weil der Koran etwa 600 Seiten, ein Viertel davon wäre 150 Seiten. Er las jeden Tag schauend, yani, 150 Seiten vom Koran. Und dann in der Nacht betet er mit diesen 150 Seiten. Yani, nicht nur, dass er am Tag sie gelesen hat, am Tag hat er sie gelesen, schauend zum Mushaf, weil das ist Ibadah. Und dann am Abend stand er im Gebet, Qiyamul Layl, betet er mit diesen 150 Seiten. Und ich habe, wir haben so viele Biografien genommen. Bei meisten der Salaf, Nachtsgebet. Dieses Nachtsgebet, meine Lieben, das ist gewaltig. Und deswegen die Hijra erst recht. Weil hier mit Nachtsgebet schwach. Und dann wird gesagt, und er ließ dies nicht, yani dieses Nachtgebet, außer an der Nacht, als sein Bein amputiert wurde. Er ließ nicht yani dieses Gebet, Nachtsgebet, außer an dem Tag, an dieser Nacht, an dem ihm die Bein amputiert wurde, sein Fuß amputiert wurde. Denn er wurde infiziert von einer Krankheit, die nennt sich Gangrene. Gangrene, das ist eine Krankheit, die am Finger, am Fuß, yani das ist wie eine Brand. Es verwest sich diese Haut. Diese Haut verwest, verfällt. Und dies fing an, sich zu verbreiten am ganzen Körper. So mussten sie ihm das Bein abtrennen, amputieren. Das ist nicht das ganze Körper, und somit
yani dieser Mensch sogar das Leben verlieren kann. So wurde ihm yani, sein Bein amputiert, bis zur Knie wurde amputiert. Die Ärzte oder der Arzt, der ihm diese yani, medizinische Eingriff machte, wenn man es sagen könnte, er sagte zu ihm, wir haben ein Getränk, durch dieses Getränk wirst du bewusstlos. Somit spürst du nicht, was passiert. Eine Narkose, wie damals sollte es sein, Narkose. Er sagte ihm, es gibt ein Getränk, du verlierst deine Bewusstsein. Wirst du bewusstlos, so spürst du nicht, wenn wir dein Bein abtrennen. Aber ein Mann wie Urwa will das nicht, Bruder. Das sind Männer, Bruder. Männer. Männer. Und das ist ein Tabi'i, nicht Sahabi. Wie waren Sahaba? Wie war der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte zu diesem Mann, so sagte Urwa, erledige deine Aufgabe, denn ich denke, kein Mensch trinkt sowas, dass sein Verstand weggeht. Er sagt ihm, erledige deine Aufgabe, denn kein Mensch trinkt sowas, dass sein Verstand weggeht. Wie ist es dann mit Leuten, die sich Muslime nennen und Alkohol konsumieren in Tonnenweisen und in Literweisen, dass ihr Verstand weggeht? Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad sagt in Medina, oftmals wiederholt er diese Sache, dass es, wenn jemand krank ist, behindert, yani psychisch angeschlagen, behindert, yani, niemand freut sich über das. Und diese Person ist auch traurig. Jedoch, wie ist es mit Leuten, die sich extra machen wie diese kranken Menschen? Durch Konsumieren von Berauschendes. Sie machen sich extra und sie meinen dabei, sie sind Angesehene, sie sind die Leute. In Wirklichkeit, sie machen sich noch behindert als der Behinderte, wo so angeboren ist. Und schaut, dieser Mann, diese Situation, sein Bein wird amputiert und er sagt, ich will nicht dieses Berauschendes, dieses Narkose nehmen. Mach deine Aufgabe. So wurde ihm amputiert. So wurde ihm amputiert und wir hörten von ihm kein Gefühl. Kein Gefühl, kein Schrei. Mann, Bruder, das sind Männer, Bruder, Männer. Wir hörten von ihm kein Gefühl. Und als es getrennt wurde, nein, komplett abgetrennt wurde, sagte Urwa ibn Zubayr, hört euch, was er sagte, dieser Mann. Wenn du was genommen hast, so hast du auch wahrlich noch gelassen. Und wenn du jemanden prüfst, so hast du den auch bewahrt. So, wenn du genommen hast, wahrlich hast du was noch gelassen. Und wenn du jemanden prüfst, so hast du ihn wahrlich bewahrt. Als ich mich mit dem Thema die Dankbarkeit gegenüber Allah beschäftigte, für unser Seminar in Belgien, einer der Seller sagte, sogar in der Strafe ist Gunst Allahs, dass die Strafe nicht noch härter ausfällt. Sogar in der Strafe ist Gunst Allahs drin, dass die Strafe nicht noch härter ausfällt. Schaut, Urwa. Und hier sagt dieser Überlieferer, und er ließ seinen Anteil vom Koran nicht in dieser Nacht. Er ließ sie nicht, er rezitierte seinen Anteil. Und Al-Walid sagte, ich sah kein geduldigeren Sheikh als dieser. Weil wenn er diese Sache sah, er sagte, ich sah kein geduldigeren, kein Sabr-Liani Sheikh als dieser. Und auf dieser Reise, hört euch zu, auf dieser Reise, als ihm das Bein amputiert wurde, starb auch sein Sohn Muhammad. Und man hörte von Urwa diesbezüglich kein Wort, bis er im Tal al-Qura ankam und sagte, لَقَدْ لَقِينَ مِنْ سَفَرِنَ هَذَا نَصَبًا. Er zitierte den Vers vom Koran, wo Musa a.s. sagte, wahrlich, wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Dann sagte Urwa, O Allah, ich habe 7 Kinder, du hast einen genommen und auch noch 6 hinterlassen. Und ich hatte 4 Teilen, yani 2 Beine und 2 Hände.
so hast du einen genommen und drei hinterlassen. Ach, das sind Männer. Das sind Männer. Er sagt, du hast mir sieben Söhne gegeben. So hast du einen genommen und noch sechs mir hinterlassen. Und du hast mit vier yani, Teilen, yani, das ist gemeint mit vier, aha. Er meint zwei Füße und zwei Hände. So hast du eins genommen, noch drei hinterlassen. Es ist immer noch Gabe von Allah. Er lebt immer noch in den Gunst Allahs. Was wäre jemand in dieser Situation? Sein Sohn gestorben, sein Bein amputiert. Aber das sind Männer. Das sind Männer, die den Islam getragen haben. Abdullah ibn Urwa, yani einer von, andere, von seinen Söhnen, Abdullah ibn Urwa, sagte, mein Vater, yani Urwa, schaute zu seinem Fuß und sagte, wahrlich, Allah weiß es, dass ich mit dir nie in einer Sünde gelaufen bin, was ich kannte, dass eine Sünde war. Und er schaute zu seinem amputierten Bein und sagte, Allah weiß es, dass ich mit dir nie gelaufen bin in einer Sünde, was ich kenne, dass es Sünde ist. Nie in einer Sünde gelaufen, meine Lieben. Und es war von seinen Charaktereigenschaften, von seiner yani, Großzügigkeit von Urwa ibn Zubayr, als die Tage der Dattelreife waren, yani die Dattel wurden reif, so machte Urwa an seinem Zaun ein Loch, dass die Leute, er ließ die Menschen reingehen in seinem yani, Garten, wo die, yani, die Datteln sind, und sie dürften so viel sie wollten essen und noch nach Hause mitnehmen. Schau diese Großzügigkeit. Yani, er bewahrte diese Datteln, bis sie reif waren. Und dann macht er seinen Zaun auf, dass die Muslime können nehmen, so viel sie wollten, und noch nach Hause noch mitnehmen. Hisham ibn Urwa sagte, mein Vater fastete dauerhaft, außer Bayram, Kurban Bayram und Fitr Bayram. Dauerhaft! Und an dem Tag, als er starb, war er am Fasten. Wir sagten zu ihm, bricht das Fasten? Er sagte, nein. Und er starb so am Fasten. Er fastete dauerhaft. Sogar an dem Tag, wo er starb, war er am Fasten. Und dauerhaft erklärt er in anderen Überlieferungen, dass er nur Yawmul Eid al-Fitr und Eid al-Adha, yani, das für Ramadan Bayram und Kurban Bayram, hat er nicht gefastet an diesen Tagen. Sonst dauerhaft. Das sind Leute, das sind Vorbilder. Imam al-Zuhri rahimullah sagte, ich kam zu Urwa ibn Zubayr und saß an seiner Tür. Und saß an seiner Tür lange Zeit. Und wenn ich wollte reingehen, so könnte ich reingehen. Jedoch ich kehrte zurück und ging nicht rein aus Respekt zu ihm. Schau, dieser Adab von Talib al-Ilm. Zuhri sagt, ich kam an der Tür von Urwa und lange Zeit verweilte ich, warten auf ihn. Und wenn ich wollte reingehen, hätte er mich nicht weggeschickt. Er war bekannt bei ihm. Jedoch aus Respekt bin ich nicht reingegangen und bin ich zurückgegangen. Wenn man würde abziehen, sowas heute, sagen, ja, ich war bei Sheikh Rabia, wurde mir nicht aufgemacht, wurde das. Schau, wie die Zellen waren. Aus Respekt zu ihm. So sind Männer, Bruder. Und so ein Mann, yani Urwa ibn Zubayr, er hat auch einen Mann, als einen richtigen Mann, als Schwiegervater. Und das ist Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist Schwiegervater von diesem Mann. Von Urwa ibn Zubayr. Er heiratete seine Tochter Sauda, rahimahumullah. Isa ibn Talha kam zu Urwa, als er zurückkam von dieser Reise in Medina und sagte, yani, kam Isa ibn Talha zu Urwa. So sagte Urwa zu einem seiner Kinder, zeig es deinem Onkel mein Fuß. Yani, dieses amputierte Fuß. So tat er dies. Hierauf sagte Isa, dieser Besucher,
wahrlich bei Allah, o Abu Abdullah, yani Urwa war seine Kunde Abu Abdullah, wahrlich bei Allah, o Abu Abdullah, wir haben dich nicht vorbereitet für Ringen, Ringen yani, oder auch nicht für Wettlauf. Und Allah ließ dir das zurück, was wir von dir brauchen. Und zwar deine Meinung und deine Wissen. Und schau die Trost Beileid von diesen Männern. Er sagt ihm, wir haben dich nicht vorbereitet für Ringen, zu schwingen oder Wettlauf zu machen. Allah liest in dir das, was wir von dir brauchen. Deine Meinung, dein Wissen. Und dann sagt Urwa, niemand hat die Beileid so gesprochen wie dich. Schaut, wie die denken, diese Denkweise, diese Menschen. Urwa sagte, hört euch diese Aussage. Urwa ibn Zubair sagte, Rahimahullah wa radi anhu, ich berichtete keinen etwas von dem Wissen, was sein Verstand nicht erfasste, außer war für ihn ein Irrtum. Und deswegen, man sollte aufpassen, zu wem man spricht, mit was man spricht und welches Wissen ihm vermittelt. Denn für einige Menschen ist zu viel und sie können nicht diese Sachen verarbeiten und sind zu schwach. Schaut, das ist 23 Jahre nach der Hijra geboren und er sagt diese Aussage. Wie ist es dann in der heutigen Zeit? Und zum Schluss, Urwa ibn Zubair sagte, ich war jung und hatte zwei Zöpfe. So stand ich nach dem Asr-Gebet und betete zwei Rekah. Und Umar radiallahu an sah mich und er hatte dabei seine Peitsche. Als ich ihn sah, bin ich geflohen. Jedoch erreichte er mich und nahm mich an einen meiner Zöpfe und untersagte mir dies zu tun, zwei Rekah nach dem Asr zu beten. Untersagte mir dies. So sagte ich zu ihm, ich kehre nie mehr zurück zu dir. Jedoch, der Meister Al-Dhahab Rahimullah sagt, dies wäre näher, dass seine Bruder Abdullah ibn Zubair war. Nicht Urwa. Wieso? Weil Urwa zu jung. Er hat nicht diese Zeit von Umar erreicht. Oder ist ihm am Urwa passiert mit Uthman radiallahu anhu. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.